Meine Lieder, mein Leben, Teil 4. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Serie über 50 Jahre meines Schaffens ein wenig zu erzählen. Heute sind wir in den Jahren 1980 bis 83. Also die 70er Jahre liegen hinter uns. In den ersten drei Folgen könnt ihr das nochmal anschauen und anhören, was so in den 70er Jahren aus den ersten Anfängen meines Arbeitens eben geworden ist. Jetzt konzentrieren wir uns also auf die 80er Jahre, starten heute mit 1980, ein ganz besonderes Jahr, weil in diesem Jahr habe ich Ute geheiratet. Wenn man jetzt schnell mal durchrechnet, dann kommt man auf schon eine erträgliche Zahl an Jahren. In diesem Jahr sind es 44 und da wir am 29. Februar standesamtlich geheiratet haben, haben wir dieses Jahr auch den 11. Hochzeittag gefeiert. Ja, und 1980 bin ich auch angefangen in meiner Lehrerausbildung als Referendar in Paderborn. Und nach zwei Jahren Referendariat habe ich dann 1982 meinen ersten Job angetreten an der Marienschule in Lippstadt und war da am Gymnasium zuständig für die Fächer Musik und Religion. Und in diese Zeit, wir machen gerade mal das biografisch am Anfang, in diese Zeit fällt auch die Geburt unserer ersten Tochter, nämlich von Rebecca, die ist 1982 geboren. Und das war für uns eine ganz beglückende Erfahrung. Und gehört sicherlich zu den Highlights meines Lebens, zu erleben, wie so ein Kind auf die Welt kommt und wie so ein Geschenk einem das Leben eben reicher werden lässt. Auf die Musik eingehend haben wir in den 80er Jahren uns natürlich dann wieder mit Kirchentagen beschäftigt. Wir waren 81 in Hamburg bei dem Evangelischen Kirchentag, ein ganz legendärer, weil damals gab es in Deutschland eine große Diskussion über die Frage der Nachrüstung, der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. Und der damalige Bundeskanzler Schmidt trat in der Hamburger Alsterdorfer Sporthalle auf. Wir hatten da auch quasi Konzerte gegeben und haben auch diese Veranstaltung musikalisch gestaltet. Es war ein riesen Sicherheitsvorkommen. Die ganze Halle wurde geleert. Die Hunde rannten durch die Halle, um alles zu checken, ob alles in Ordnung war. Der einzige Bereich, der nicht gecheckt wurde, waren wir. Wir hätten also im Schlagzeug oder in den Boxen hätten wir durchaus das eine oder andere Highlight verstecken können. Und Schmidt ist damals massiv angegangen worden von dem Auditorium wegen seiner Haltung zu diesem NATO-Doppelbeschluss. Aber er hat das durchgestanden. Es hat mir damals sehr, sehr großen Respekt abgerungen, so ein Pfeifkonzert über sich ergehen zu lassen und trotzdem zu sagen, nein, ich denke, dass das die richtige Entscheidung ist. Wir haben damals mit Richard von Weizsäcker, dem späteren Bundespräsidenten, und mit Hildegard Hamm-Brücher auf den Stufen vor der Bühne gesessen und haben Wiener Würstchen gegessen, weil Hildegard Hamm-Brücher meinte, wir sehen hungrig aus und hat dann also uns ein paar Wiener Würstchen ausgegeben. Das war 81. 82 gab es den Katholikentag in Düsseldorf und 83 den Kirchentag in Hannover. Das waren sozusagen die Highlights. Und in diesen Jahren haben wir, in jedem Jahr, haben wir eine neue Schallplatte veröffentlicht. Zum Beispiel so einen wirklich verkaufsträchtigen Titel wie Schreckensschrei haben wir gehört, friedloses Entsetzen. Wir haben mit Amnesty International 1981 ein politisches Nachtgebet veranstaltet. Damals war Pfarrer Heinrich Alberts mit dabei, der damals sich ja hat als Geisel zur Verfügung gestellt beim Austausch, als die RAF-Leute da Terroristen freipressen wollten. Erhard Eppler, der große friedensbewegte Mensch, war dabei. Und das haben wir hier mit Musik und mit Reden aus diesem politischen Nachtgebet verewigt. Schreckensgeschrei haben wir gehört. Ein friedloses Entsetzen. Wir sind hier in der Schwarz-Weiß-Phase, denn für 83 beim Kirchentag in Hannover haben wir ein Musical geschrieben über den Propheten Jona, Zwischenlandung Ninive. Da hat Christa Peiker-Verspöhler den Text gemacht und wir haben daraus dann ein Musical entwickelt. Und in die Zeit fällt etwas Buntes, aber das Bunte habe ich leider nur schwarz-weiß, nämlich auch unsere erste Kinderlieder-CD aus dem Jahre 1982, war das genau, nämlich das Buch
Lasst uns Kinder Kinder sein. Für die KJG, die Katholische Gemeinschaft Deutschlands, haben wir damals dieses Liederheft und diese Schallplatte gemacht. Und da finden sich ganz viele Lieder, die mittlerweile auch in vielen, vielen Liedersammlung aufgenommen worden ist, zum Beispiel Knick-Knack-Knick-Knack-Knock, das ist der Knack vor Schrock. Knick-Knack-Knick-Knack-Knock, das ist der Knack vor Schrock. Das beispielsweise findet sich auf dieser Schallplatte. Ja, und in diesen Jahren beginnt auch meine sehr intensive Zusammenarbeit mit Christa Peikert-Floss-Pöhler. Ich habe letzte Mal schon erzählt, ich habe sie 1980 kennengelernt beim Katholikentag in Berlin, und wir haben eine Menge Lieder in der Zeit entwickelt, zum Beispiel ja auch dieses Jonah-Musical. Und als kleine Hommage an unsere Zusammenarbeit mit Christa habe ich euch ein Lied ausgewählt, das auch in vielen, vielen Gottesdiensten gesungen worden ist und immer noch gesungen wird, nämlich das Lied »Du kannst der erste Ton in einem Liede sein«. Du kannst der erste Ton in einem Liede sein, das alle Grenzen selbst vergessen macht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, auch wenn der Ton ein Hauch ist, fürchte dich nicht. Und die anderen Strophen könnt ihr sehr gerne diesem wunderbaren Liederbuch zu allen Zeiten 100 Lieder für eine lebendige Kirche entnehmen. Da sind ganz viele Lieder aus diesen 80er Jahren aufgenommen und finden sich dort. Ja, ein kurzer Überblick über den Beginn dieser 80er Jahre. Und ihr könnt euch jetzt schon freuen, denn die Zeit von 84 bis 87 ist für mich und in der Gruppe eine ganz spannende, eine sehr kreative Zeit. Und davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Tschüss, alles Gute!